Der Geschiebelehm des Roten Kliffs war das Werk einer über 100.000 Jahre zurückliegenden Eiszeit. Schuttmassen aus Gesteinsbrocken, Kalkstein, Lehm und Ton bildeten am Ende eines gewaltigen Gletschers den Kern der heutigen Insel. Ein steigender Meeresspiegel und die unermüdlichen Kräfte aus Wind und Wasser hatten in der Formation eine riesige Abbruchkante geschaffen. Zum Teil stieg diese Kante flach wie ein Sandberg an. Dann wieder stand man einer fast senkrecht aufstrebenden Wand gegenüber. Eisenhaltige Bestandteile ließen das Kliff buchstäblich rosten und machten es seit Jahrhunderten zu einer unfehlbaren roten Orientierungshilfe für Schiffsbesatzungen. Erstes Kapitel. Es klopfte an den Wohnwagen. Das musste der Verwalter des Campingplatzes sein, der alte Martens. Sonst wusste doch niemand, dass Jan Fischer auf Sylt war. Doch als Jan die Tür öffnete, stand ihm ein wahrhafter Hühne gegenüber. Der Mann trug einen wetterfesten Parker, der bis über den Hintern reichte. Eine grobe Leinenhose steckte in einem mächtigen Paar schwarzer Gummistiefel. Der Mann war mindestens 2 Meter groß. Um seinen gewaltigen Körper zu schützen, benötigte er sämtliche Kleidungsstücke in Super XXL. Herr Fischer? Ja. Die Hand, die ihm einen Dienstausweis der Polizei entgegenstreckte, verdiente ebenfalls eine XXL-Klassifizierung. Hauptkommissar Eggestein stand neben dem Foto. Darf ich reinkommen? Es klang wie eine Frage, war aber keine. Der hünenhafte Polizist hatte den Fuß bereits auf dem Tritt vor dem Wohnwagen und zwängte sich nun durch die schmale Türöffnung. Es war ein Wunder, dass sich der Wagen nicht auf die Seite neigte. Automatisch wich Jan zurück. Mit seinen 1,94 Meter musste Jan im Camper schon immer aufpassen, sich nicht den Kopf zu stoßen. Hauptkommissar Eggestein aber streichelte mit den Haaren die Decke, egal wo und wie er sich hinstellte. Jan bemerkte, wie die Augen seines Gegenübers den Wagen absuchten, ohne dass er dabei übertrieben viele Kopfbewegungen machte. Gerade erst angekommen? Wie man's nimmt. Was führt sie her? Ist ja nicht gerade Camping-Saison, was? Jan sah keinen Grund zu lügen. Ich suche jemanden. Und wen? Das wissen Sie doch vermutlich schon. Ach ja, ganz offensichtlich. Jemand wird es Ihnen erzählt haben. Eggestein prüfte das Bett mit Blicken auf seine Stabilität, dann setzte er sich ungefragt darauf, als wollte er zeigen, dass er es nicht eilig hat. Seine Beine versperrten wie unabsichtlich den Weg zur Tür. »Jemand hat es mir erzählt«, wiederholte er Jans Feststellung. »Ich habe kein Geheimnis daraus gemacht, dass ich jemanden suche und überall ein Foto herumgezeigt. Und von diesen Leuten hat es Ihnen jemand erzählt. Habe ich jetzt ein Problem?« Wie kommen Sie darauf? Naja, wenn der Ausweis echt ist, habe ich Besuch von der Polizei. Das muss ja einen Grund haben. Zweifeln Sie daran, dass der Ausweis echt ist? Nein. Eggestein atmete tief durch. Zeigen Sie mir mal das Foto von der Frau, nach der Sie suchen. Jan tastete nach seinem Smartphone, dann fiel ihm ein, dass er es auf die Arbeitsfläche neben der Spüle gelegt hatte. Er entsperrte den Bildschirm, wählte die Fotogalerie und hielt seinem Besucher das Bild entgegen. Es zeigte eine junge Asiatin. Ihre Lippen waren dunkelrot geschminkt, die Augen durch Kajal und Wimperntusche fast schwarz. Haben Sie Annalena irgendwo gesehen? Der Gestein erwiderte mit einer Gegenfrage. Annalena? So, so. Warum suchen Sie das Mädchen? Ob Jan Annalena findet und was ihm passiert, während ein Orkan über die Insel mit Tod und Zerstörung hinwegfegt. Davon erzählt der Nordic-Noir-Thriller Sturmgepeitscht. Ich wünsche starke Nerven, denn die wirst du brauchen.